Herzlich willkommen. Viertes Video des Themas Dynamisches Umfeld. Dritter Teil der Anpassbarkeit. Und zwar ein spezielles und besonderes Thema. Denn es geht um etwas, was man sonst nicht unter Anpassbarkeit oder Adaptierbarkeit äh, besprechen würde was hier glaube ich eine besondere Definition oder besondere Sichtweise von uns ist, nämlich über Bildschirmaufteilungen zu sprechen. Aber Bildschirmaufteilungen sind genau etwas, was mit Anpassbarkeit zu tun hat. Denn äh, ich kann nicht alles auf einmal darstellen, ich kann nicht alle Inhalte auf einmal darstellen. Manchmal muss ich die Dinge gleichzeitig sehen, aber ich kann nicht vorher sagen, welche. Also muss ich dem Benutzer ermöglichen, selbst zu entscheiden, welche Dinge gleichzeitig dargestellt werden können. Und das gibt, geht mit Techniken zur Bildschirmaufteilung. Allen voran äh, Fenster. Das ist natürlich heute die äh, ja, üblichere Variante, die üblichste Variante, so wollte ich sagen, äh, dass man äh, solche Fenster benutzt, äh, mit denen man sich eine Aufteilung am Bildschirm äh, machen kann. Das Problem ist bei Fenstern, aber, und das ist euch bestimmt auch schon mal so gegangen, ihr habt irgendwann sehr viele davon. Und viele sind im Vollbildmodus und eigentlich überlappen sie sich nur noch. Es sieht ein bisschen aus wie ein Schreibtisch, also zumindest wie häufig mein Schreibtisch aussieht. Also Chaos und viele, viele Fenster. Ich behaupte zwar immer, das sei kein Chaos, aber es ist Chaos, ich gebe es ja zu. Vorteile und Nachteile von Fenstern. Ähm Fenster erlauben natürlich eine große Flexibilität, also einen flexiblen Wechsel zwischen Systemen und Anwendungen hin und her, teilweise gleichzeitig, teilweise überlappt und äh, hintereinander, wie man es möchte. Man kann sich also komplett selbst einrichten. Der Nachteil ist allerdings, man erkauft sich das mit, dem, mit der Notwendigkeit, es einzurichten. Das heißt, man ist intensiv damit beschäftigt. Äh, die äh, Fenster zu äh, arrangieren. Oder zumindest wenn man tatsächlich so ein Bildschirmarrangement machen will, dann ist es eine durchaus aufwendige Angelegenheit, das zu machen. Raubt einem also Zeit. Und äh, daher ist es häufige Praxis, dass man Fenster dann doch alle im Vollbildmodus verwendet. Gerade bei Windows war das sehr verbreitet. Äh, da gab es immer so einen gleichen Unterschied zwischen Mac-Nutzern und Windows-Nutzern. Dass Windows-Nutzer äh, zumindest früher eigentlich immer alle Fenster im Vollbildmodus äh, verwendet haben und äh, dass bei Mac-Nutzern nicht ganz so sehr verbreitet war, dass man äh, das äh, Vollbildmodus verwendet. Äh, es gab dann manchmal so ein bisschen den Gag, dass man gesagt hat, das ist Microsoft Fullscreen. Vielleicht ist deswegen Microsoft bei Windows 8 auch auf den Trichter gekommen, dass man äh, Fenster gleich ganz abschaffen sollte. Aber Gut, andere Frage, lass uns nicht über Windows 8 sprechen. Es gibt schönere Dinge, über die man reden kann. Aber es ist auf jeden Fall dieser Aufwand da. Und da hat man sich in der äh, Computergeschichte und User Interface Geschichte teilweise auch unterschiedlich entschieden. Also bei äh, Xerox zum Beispiel, beim Xerox Star, die, äh, diejenigen von euch, die sich die äh, Vorlesung angesehen haben und intensiv angeguckt haben über meine Computergeschichte und Computergeschichtsentwicklung, äh, die äh, haben ja vom Xerox Star schon gehört, äh, Anfang der 80er Jahre, das erste äh, System, was der Desk, die Desktop-Metapher so verwendet. Und da gab es keine überlappenden Fenster. Da äh, hat man gesagt, äh, der Bildschirm ist groß, war er auch für die damaligen Verhältnisse. Und es gibt keine Notwendigkeit, dem Benutzer abzuverlangen, die Fenster selber anzuordnen. Deswegen hat das System das gemacht. Das System hat also die Fenster hier so automatisch angeordnet, sodass die sich nicht überlappten und man die Dinge gleichzeitig sah. Mit Ausnahme von so Zusatzfenstern wie Einstellungsfenstern und so. Die haben sich überlappt. Aber dann nur die Objekte selber, die Dokumente vom Desktop, wenn man die vergrößerte, dann wurden die Fenster automatisch äh, an- und umgeordnet. Die Apple-Lisa dann, die hatte überlappende Fenster. Und die, Entsch äh, die, die ähm, Designer bei Apple haben sich auch explizit dafür entschieden, überlappende Fenster zu machen. Es war durchaus eine bewusste Entscheidung. Zumindest behaupten sie es heute so. Ähm, und sie sagen... Der Bildschirm von der Lisa war kleiner. Das heißt, wir kriegen es nicht hin, alles, was geöffnet ist, automatisch schön so anzuordnen. Deswegen müssen wir dem Nutzer es überlassen, das selber zu machen und selbst die Prioritäten dann zu setzen durch überlappende Fenster. Das ist durchaus eine plausible Entscheidung, finde ich. Bei Windows 1 gab es das wieder ganz ähnlich wie bei Xerox. Das heißt, die Fenster wurden automatisch angeordnet. Wer sich äh, daran nicht mehr erinnern kann, kann vielleicht mal in das entsprechende Video in der Computergeschichte gucken, wo ich einmal gezeigt habe, dass das ja durchaus auch einfacher ist, dass das weniger Aufwand macht, äh, da etwas einzurichten als äh, später in späteren Windows-Versionen, was die Fensterhand das Fensterhandling angeht. Aber man war nicht so ganz so flexibel. Ja, diese Flexibilität, die ist natürlich gut und schön, aber der Aufwand ist hoch. Wir haben also hier irgendwie einen, einen Konflikt und der mündete darin, dass Ben Schneiderman, der auch ein sehr bekanntes Buch immer herausgibt über gebrauchstaugliche Software, dazu sich mal hinreißen hat lassen zu sagen, wer mit Fenstern spielt, macht nicht seine Arbeit. Und da ist natürlich was dran. Man ist auf einmal sehr viel mit dem Medium. Zugange anstatt mit dem, was man eigentlich tun will. Und deswegen gibt es natürlich Techniken, äh, wie man das Fensterhandling verbessern kann. Äh, dieses äh, dieses Aero Snap was wir hier haben von Windows 7, also ab Windows 7 gab es das, hier ist Windows 10 abgebildet, ermöglichte zum Beispiel, dass ich Fenster so an die Seite bringe. Ich ziehe ein Fenster ganz an die Seite und dann kann ich, dann wird es halb auf der Hälfte des Bildschirms angezeigt und dann kann ich ein oder zwei andere Fenster auf die andere Seite bringen. Und so kriege ich so eine Aufteilung sehr schnell hin, ohne dass ich ein kompliziertes Fensterhandling machen muss. Und der Designkonflikt, der hierhinter steckt, ist der zwischen Anpassbarkeit und Eingabeminimalität. Anpassbarkeit schafft mir natürlich diese große Flexibilität, dass ich die Dinge zusammenbringe, die ich haben möchte, aber dafür ist der Aufwand halt hoch. Und Eingabeminimalität bedeutet ja nun mal gerade wenig Eingabeschritte. Ich möchte die Eingabeschritte reduzieren. Und äh, wir haben hier diese Split screen technik äh, die genau das äh, ermöglicht. Es gibt natürlich noch andere Techniken, wie zum Beispiel Paints, so Teilfenster, zeige ich euch gleich, und transparente Überlagerungen. Das sind Möglichkeiten, wie wir das auch hinbekommen, dass wir nicht mit so einem komplexen Fensterhandling uns herumschlagen müssen, aber trotzdem diesen, diesen Vorteil haben, dass wir uns einrichten können, was wo zu sehen ist. Wichtig aber, sowas wie überlappende Fenster für Einstelldialoge und Fehlermeldungen, die sollte man natürlich behalten. Da sollte man jetzt nicht auf einmal anfangen und dafür auch die Bildschirmaufteilung automatisieren. Das wird wahrscheinlich nicht besonders gut funktionieren. Ja, hier steht schon was von Panes und Teilfenstern. Was ist das? Panes oder auch ein Panel genannt. Äh, sehen wir hier. Also hier ist ja ein Chrome-Browser zu sehen und im unteren Bereich des Chrome-Browser's. Äh, hier so eine debug-ansicht also die, die web developer ansicht und die ähm, ist kein eigenes fenster sondern die ist unten ein bereich so ein pane an diesem fenster und das kann ich in der größe verschieben ich kann also die verhältnisse verändern aber nicht dieses fenster komplett frei hin und her schieben. man kann das allerdings abdocken. Und dann kann man es auch als Fenster verschieben. Dazu sehen wir gleich an anderer Stelle mit einem anderen, äh, äh, mit einem anderen Programm ein Beispiel. Aber das ist jetzt auch so also eine Technik, die mir auch eine solche Bildschirmaufteilung ermöglicht. Aber den ganzen, die ganzen Probleme, die Fenster jetzt in die richtige Größe zu schieben, damit man alles gleichzeitig sieht, abnimmt. Zumindest äh, versucht es das. Viele Software macht das heute. Dieses hier zum Beispiel auch. Äh, wieder mal eins aus, der aus dem Bildbearbeitungsbereich. Software heißt Fast Raw Viewer, also ein schneller Betrachter für Raw-Dateien von digitalen Kameras. Kann man so schnell durchschalten und aussortieren und gucken, ob irgendwo was überbelichtet ist. Ja, und das ist ein extrem anpassbares Softwareprodukt. Ich habe kaum ein Softwareprodukt, was wirklich im so kleinen anpassbar wäre. Also hier kann ich jedes dieser Panels, kann ich einzeln ein- und ausschalten, kann jedes an jeder beliebigen Ecke unterbringen, ich kann jede Tastenkombination ändern, ich, alles möglich. Also es ist wirklich für den eigentlich relativ kleinen Funktionsumfang unwahrscheinlich anpassbar. Ach, was unten in der Fußleiste steht, kann ich auch noch anpassen. Aber schön ist, da eben, dass ich halt auch diese Panels anpassen kann und dann äh, mir selber äh, einstellen kann, was ich da sehe. Und äh, ja, jetzt habe ich hier auch wieder diese Variante, dass die so außenrum sind und ich kann dann die Größenverhältnisse ändern. Äh, aber ich habe nicht das, den Nachteil von frei fließenden Fenstern. Aber vielleicht möchte ich das manchmal. Deswegen kann man die abdocken. Das heißt, man kann die auch aus, dem, aus ihrer Seite herausziehen und dann so als freie Fenster verfügbar haben. Was sollte das jetzt? Das macht keinen Sinn. Ne? Also, dass ich ein Fenster über den Inhalt lege. Nein, aber was ich zum Beispiel machen kann, ist, ich könnte dieses Fenster auf einen zweiten Bildschirm legen. Denn dann wäre ja, wenn ich sowas habe, ich habe vielleicht irgendwie zwei Bildschirme, ja, hier auch. Hier würde ich vielleicht die Inhalte drauf machen und hier auf dem kleinen Bildschirm die äh, Einstellungsmöglichkeiten. Ja, dann ergibt das aber doch Sinn, dass ich das abdocken kann. Das heißt, ich habe dann beide Möglichkeiten zur Verfügung. Ja, was ist das jetzt? Äh, ich habe jetzt also. Fenster und andere Bildschirmaufteilungstechniken äh, als Anpassbarkeitstechniken beschrieben. Und im letzten Video hatte ich schon was dazu gesagt, dass man solche Dinge ja auch abspeichern kann. Das heißt, ich könnte auch Fensterpositionen und Bildschirmaufteilungen abspeichern. Das war das, was gerade in der äh, Software ähm, Adobe Bridge so gut ging. Also, wenn man das zusammenbringt, dann kann Anpassbarkeit sehr von Vorteil sein, wenn man es das hinkriegt, dass es nicht zu kompliziert wird, das Ganze. Einen Aspekt möchte ich euch noch erzählen, bevor wir zu einer Zusammenfassung des Bereichs Anpassbarkeit kommen. Und das ist die Funktionsgranularität. Auch da könntet ihr nochmal einen Rückbezug machen auf die Computergeschichtsvorlesung. Da habe ich nämlich was erzählt über Unix und dass es bei Unix ja sehr viele kleine Software-Tools gibt, die ähm, keinen wahnsinnig breiten Funktionsumfang haben, aber einen sehr tiefen. Das heißt, die können nur sehr wenig, aber das können sie sehr gut. So könnte man das vielleicht zusammenfassen. Und das ähm, Prinzip von Unix ist dann, dass man. Äh, Endnutzerprogrammierbarkeit hat. Das heißt, ich kann diese kleinen Tools alle miteinander verschalten, durch so Techniken wie Piping, also Ausgabe von einem ins andere, umleiten als Eingabe. Und dann auch noch vor allen Dingen in einer Programmierumgebung, in einer Shell-Programmierumgebung, also ein, ein Shell-Skript kann ich schreiben, wo drin steht, wie diese Dinge zusammengehören. Das ist der, die Unix-Philosophie, also Teil der Unix-Philosophie, da gehört noch mehr dazu. Aber das ist natürlich ganz typisch. Auf der anderen Seite haben wir Software, die heute auch sehr beliebt ist. Man kann so klassischerweise gesagt die typische Macintosh- und Windows-Software. Ich habe ein, ein monolithisches Softwareprogramm, was ganz, ganz viel kann, aber ich kann das nicht gut anpassen, ich kann das nicht gut umkonfigurieren und umstecken. Word ist ein gutes Beispiel, überhaupt jede solche Textverarbeitung. Was kann ich alles mit Word machen? Um Gottes Willen. Also ich kann mit Word sogar rechnen in Tabellen und ich kann mit Word äh, teilweise Datenbankverwaltung machen. Ich kann alles Mögliche mit Word machen. Es ist alles Mögliche da drin. Es ist natürlich in sich auch anpassbar ein bisschen, aber ich habe nicht dieses Phänomen der kleinen Funktion, die ich dann zusammenstecken kann und wie ich, dann, äh, wie ich dann... Ich kann mir nicht was basteln. Ich kann mir nicht aus Word irgendwie etwas basteln. Zumindest nicht erstmal so ohne weiteres. Mit der Standardoberfläche von Word. Und diesen Konflikt habe ich eigentlich immer. Das heißt, das eine ist unwahrscheinlich flexibel, sorgt aber für Aufwand und technisches äh, Notwendigkeit von technischem Können. Das andere ist viel, 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 viel einfacher, aber viel weniger flexibel. Ich habe also immer so einen Konflikt an dieser Stelle. Da ja, muss ich irgendwie einen Mittelweg finden. Und heute ist der Mittelweg häufig in Richtung der monolithischen Anwendung. Gerade wenn ihr Smart Geräte habt, dann habt ihr eine App für eine Funktion und da ist aber auch alles dann drin. Das ist dann immer eine große App und nichts, nichts Kleines irgendwie, womit ihr das so zusammenstecken müsstet. Und was gibt es dafür Möglichkeiten dazwischen? Ja, dann kommen wir in den Bereich von Makrosprachen. Shell Scripts gibt es natürlich immer noch. Das heißt, ich kann natürlich auch in so einer Software wie Word und sowas die Einzelfunktionalitäten einzeln verfügbar machen und dann eine Makrosprache anbieten. Oder im Apple-Umfeld gibt es das, da gibt es den Automator. Das heißt, einzelne Funktionalitäten der Software werden über eine API nach außen gelegt und ich kann dann in einem Automator-Skript, das geht sogar so grafisch, so Blöcke hintereinander stecken, kann ich definieren, wie, ein, wie Daten von einem Objekt durch das andere dann hier in eine Funktionalität von dem kleinen Funktionalität von der Software und von der Software und kann mir dann wie so eine Art Shell-Skript aber auf grafischem Wege äh, erzeugen. Wir sind hier im sehr sehr interessanten Aspekt der Endnutzerprogrammierbarkeit, aber damit ein bisschen jenseits der Ergonomie. Ich möchte euch nur darauf hinweisen, dass das nicht unwichtig ist gerade wenn wir darauf hin wollen dass wir Menschen haben wollen die ihre Computer beherrschen und die nicht beherrscht werden von dem was ihnen ihr Computer anbietet andererseits darf man da jetzt auch nicht irgendwie naja orthodox werden oder sowas in dieser Beziehung denn diese Systeme die das weniger ermöglichen dass man sie frei anpasst haben natürlich vielen Leuten ermöglicht, überhaupt Computer zu benutzen, die das vorher gar nicht konnten oder gar nicht wollten. Das heißt, auch das ist immer eine zweischneidige Sache. So, jetzt ist aber genug der Philosophiererei. Ich fasse einfach einmal zusammen, was die wichtigsten Punkte sind in äh, Bezug auf die Anpassbarkeit. Es ist also eine sehr wichtige Eigenschaft von Software, dass sie anpassbar ist, denn sie ermöglicht es den Nutzer, die Software den eigenen äh, Vorlieben, aber auch vor allen Dingen eigenen Notwendigkeiten entsprechend anzupassen. Aber es ist problematisch. Es können schlecht bedienbare, verkonfigurierte Software-Systeme dadurch entstehen. Wir brauchen also diese Reset-Funktion. Die Anpassbarkeit selber braucht eine Nutzungsschnittstelle. Das heißt, ich habe Konflikte mit Übersichtlichkeit und Kontinuität und solchen Dingen. Die Wartbarkeit leidet unter Anpassbarkeit. Der Admin möchte nicht, dass das alles anpassbar ist, dass es überall anders ist. Und die Anpassbarkeit, die versehentlich vorgenommen werden kann, muss rücknehmbar sein, das habe ich gerade schon gesagt, dafür brauche ich aber nochmal wieder mehr grafische Nutzungsschnittstelle. Wenn man eine Tendenz beobachten will, dann ist Anpassbarkeit momentan eher auf dem Rückschritt. Das hat schon mit Windows und Mac stark angefangen. Was heißt stark angefangen? Die gibt es ja auch schon seit über 30 Jahren. Aber da ist es auch weniger geworden, also dass man sich die Dinge anpassen kann. Vor allen Dingen im Windows-Bereich war es ja eigentlich lange üblich, dass man gesagt hat, diese Mac-Leute, die haben immer diese monolithischen Anwendungen. Im Windows-Bereich machen wir alles anpassbar. Und jeder kann sich das zusammenstecken, wer wollte. Das ist weniger geworden. Im Unix-Bereich ist natürlich die Anpassbarkeit immer noch das Größte, auch im grafischen Bereich. Deswegen kann man in Unix alles mit allem kombinieren. Das ist äh, sehr flexibel, aber auch wiederum sehr unübersichtlich. Aber so insgesamt ist es weniger geworden. Schaut euch mal einen Vergleich an zwischen so einer äh, Web-Mail-Anwendung, wie hier dies ja von der Uni gibt, äh, aber auch sowas wie Google Mail oder Yahoo Mail oder was immer ihr habt, web.de Mail-Dienst. Wie wenig anpassbar die sind im Vergleich zu Softwareprodukten wie Outlook oder so. Das heißt, wir haben da auch durch das Web eine gewisse Verstandardisierung und weniger Anpassbarkeit. Und modernere Mail-Anwendungen für Endnutzer sind dann auch wieder weniger anpassbar. Das heißt, hier findet so eine Art Diskurs statt. Das ist so ein hin und her und äh, zwischen den Argumenten. Es formuliert zwar vielleicht gar keiner so richtig so, aber doch findet das statt, dass bestimmte Entwicklungen in einem Bereich Einfluss auf Gestaltung in einem anderen Bereich haben äh, und dann gibt es vielleicht wieder mal eine Gegenbewegung und sowas. Es ist also spannend äh, da, dahinter zu bleiben. Das ändert aber nichts an unseren ganzen Überlegungen. Zur Anpassbarkeit, denn die sind unabhängig davon, wie diese Moden sind und wie die Konflikte jeweils aufgelöst werden. Wichtig ist, dass man die Forderung versteht und kennt und dass man um die Konflikte weiß und weiß, dass man sie auflösen muss. Und wie man das macht, das ist natürlich immer die Frage in der konkreten Situation der Softwareentwicklung. So viel aber jetzt nun zur Anpassbarkeit. Und äh, im nächsten Video geht es weiter mit der Heterogenität. Das ist ähnlich, aber anders.